She's just a girl and she's on fire. Harder than a fantasy, lonely like a wind. She's living in a world and it's on fire. Klingt so klein. Filled with catastrophe, but you know she can fly away. Ich bin 11 Jahre alt. 11 Jahre? Okay. Also, das ist jetzt eine Überraschung. Super sweet, weißt du, Alexandra. Das hat man, ja, ich fand das so abgefahren. Es war gleich zu hören, dass du noch keine 16 bist. Und dann dachte ich jetzt mal, wenn der Refrain kommt und du da richtig rein sägst sozusagen, ich glaube, dass du zu Hause auch kein Brotmesser brauchst, kannst das Toastbrot genauso schneiden. Das wäre geil. Das war echt beeindruckend, was du für eine Power da drin hast. Ey, Wahnsinn. Der Mut absolut war Wahnsinn. Echt irre, mit dem du das Ding performt hast. Ja. Ist ja auch echt super schwierig, dann da oben der Refrain, der echt genagelt werden muss. Und das war irgendwie irre schön. Noch nicht 100% natürlich, so diese langen Noten auch wirklich dann zu halten. Nein, nicht, und nichts, so. Nichts Schlechtes sagen, wir das ja, ja, ich sag ja nur, ich glaube, es ist wichtig auch ehrlich zu sein. Aber, nicht an der, aber an der falschen Stelle kann man auch ehrlich sein. Auch das ist genau die richtige Stelle. Weil jetzt kriege ich die Kurve und sage, all das hat es zu einer unglaublich bezaubernden, charmanten Version gemacht. Und wir wären für dich da, du bist in den Battles und... Hip, hip, hurra! Geil. Man wartet ja auf diesen Refrain. Also jeder sitzt hier auf heißen Kohlen und denkt sich so, jetzt kommt gleich This Girl Is On Fire und meine Güte, warst du on fire. Und jetzt geht es noch so ein bisschen an kleinen Feinheiten zu arbeiten. Du bist 11 Jahre alt. Ich meine, du hast noch so viel vor. Das ist unglaublich. Also wirklich mit 11 Jahren hier auf der Bühne zu stehen. Danke. Und in dem Alter so eine Performance hinzulegen, ist wirklich, also das kann man gar keinem erzählen. Aber du kannst nicht nur allen erzählen, sondern auch allen da draußen zeigen. Also ich bin wirklich auch erstaunt über die Songauswahl, also über das Lied, was du dir ausgesucht hast, weil das ist wirklich ein richtig schweres Lied und Alicia Keys, so eine große Sängerin. Ich finde es auch super, super mutig, dass du es einfach gemacht hast und dass du einfach gesagt hast, nein, das macht mir Spaß, das finde ich cool, deswegen will ich das machen und das ist genau das Richtige. So musst du alles in deinem Leben machen. Das, was sich in deinem Bauch und in deinem Herz richtig anfühlt, das ist auch richtig für genau dich. Deswegen ist das richtig super, wie du das gemacht hast und es haben sich 3 Coaches umgedreht und du bist in den Battles. Danke. Also hast du denn schon so eine Idee? Weißt du denn schon, hast du so ein Gefühl, in welches Team du willst, wo du dich wohlfühlst? Ja. Ja, ja. Okay, das ist relativ klar. Habe ich auch so ein Gefühl. Ja, dann spann uns doch nicht länger auf die Folter. Also ich gehe in das Team von Lena. Ach ja, ja. Es ist ja mir, das ist so klar. Ich freue mich, dass du mit mir bist. Ja, so cool.